Eine weitere Folge von diesem versteinerten Herzen ist folgendes. Der Mensch hat eine Anfälligkeit für Missinterpretationen. Also er ist in der Lage dazu. Missinterpretationen, wann werden sie in der Regel praktiziert? Wenn man nicht mehr eingestehen kann, wenn man seine eigenen Missetaten, seine eigenen unschicklichen Zustände nicht mehr eingestehen kann und dann nach Lücken und Ausflüchten sucht. Und manchmal ermöglichen dir die Texte das nicht. Und dann muss man missinterpretieren. Und das kann mehrere Ursachen haben. Aber Allah Ta'ala, es gibt eine Relation zwischen verhärteten Herzen und diesen Verfälschungen, Missdeutungen, Missinterpretationen von Texten des Korans. Allah Ta'ala sagt, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبًا قَاسِيًا. Und weil sie ihre Abmachungen mit uns gebrochen haben, was haben wir denn gemacht? Wir haben sie verflucht. طيب. Und was ist dann die Folge davon gewesen? Und wir haben ihre Herzen versteinern lassen. Ihre Herzen verhärten lassen. طيب. Und die Folge davon? يحرفون الكلم. Sie verfälschen, missdeuten die Wörter. Und deswegen, vor ein paar Tagen ist ein sogenannter Islamdenker verstorben. Und das ist ein Beispiel für Verfälschung von Texten. Und meistens gibt es zwei Ursachen, warum der Mensch das macht. Entweder fühlt er sich überlastet von den Geboten und Verboten im Islam, obwohl in der Realität sind die Verbote im Islam deutlich geringer als die erlaubten Dinge. Da gibt es keine Relation dazu. Grundsätzlich ist alles erlaubt. Vom Grundsatz her ist alles erlaubt. Alles essen, trinken, tun. Und das Verbotene ist nur ein kleiner Bruchteil davon. Aber manche Menschen fühlen sich auch trotzdem überlastet davon. Und er möchte aber jetzt auch nicht die Religion ganz ablegen. Das heißt, er befindet sich jetzt so in einem Dilemma. Mit seinem Herzen, mit seiner Seele. Und jetzt sieht er darin die Möglichkeit, hier ein bisschen zu verfälschen, da ein bisschen abzuschneiden, hier was hinzuzufügen, bis der einen Islam hat, der ihm gefällt, ihm persönlich gefällt. Und das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck der Religion. Religion soll ja den Menschen läutern. Sie soll den Menschen erziehen. Wenn du aber alles so einstellst, wie es dir sowieso selber passt, dann ist diese Komponente ja schon weg. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, und das sehen wir hier in Europa beispielsweise oft. Menschen sehen sich überwältigt von den Wertesystemen hier und Leitkulturen. Es ist so ein sozialer Druck da, weil er sieht immer wieder, es kommt immer wieder zu Konflikten zwischen den islamischen Weltvorstellungen und Wertevorstellungen und dem hier präsenten, vorgelebten, vorherrschenden liberalen Wertesystemen. Und dann passiert Folgendes. Er erfüllt diesen Druck und unter diesem Druck der Gesellschaft und diesem Wertevorstellung der Leitkultur wird er zermürbt und am Ende kommt da so eine breiige Masse raus, ja, die man ja nie, du kannst sie in jegliche Formen reintun, sie nimmt immer die Form an. Du kannst sie in eine liberale Form reinstecken, sie nimmt liberale Form an. Du kannst sie in kommunistische Formen reinstecken, sie nimmt kommunistische Formen an. Und deswegen sehen wir, als im Osten die Kommunisten oder der Kommunismus gerade einmarschiert war, auf einmal gab es Auslegungen und Deutungen des Islams und des Korans, die mit dem Kommunismus vereinbar sind. Als die Militärherrschaften kamen, haben wir Leute gefunden, die gemeint haben, hier, wir müssen den Koran neu auslegen, neue Interpretation des Korans, die vereinbar ist mit den Militärherrschaften. Jetzt haben wir die liberalen Wertesysteme hier und jetzt gibt es Leute, die vom liberalen Islam reden. Das heißt, das sind so Schäfchen, die nicht standhalten können. Der Druck war einfach zu enorm für sie. Sie haben vielleicht schwache Persönlichkeiten auch noch gehabt. Und dann waren es Schäfchen, die versuchen, sich immer an die Leitkultur anzupassen. Sie färben ihr Fell entsprechend des aktuellen Trends.
Aber am Endeffekt sind sie immer nur Schäfchen, die hinterherlaufen.